Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias. Es geht weiter in San Fernando. Wir sind hier am Tulpenkreisel und hier haben wir die kleine Bar-Restaurant La Esquina Iberica. Um die Ecke rum gibt es eine Apotheke. Hier haben wir Bank. Auch verschiedene Restaurants. Tienda de Animales. Ein kleiner Mini-Mercado. Dann wieder ein Restaurant hier, La Pata Caliente. Links um die Ecke gibt es auch das berühmte Pico Pico, wo man Essen zum Mitnehmen ordern kann. Und auch hier rechte Seite bei Camanolo. Alles zum Mitnehmen. Also verschiedene Sachen. Dann gibt es hier auch eine Werkstatt und alle diese Wohnungen bzw. Häuschen. Ab und zu natürlich auch zur Langzeitmiete. Meistens Langzeit. Ob die hier nur zum Überwintern vermieten, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, schaut einfach mal rein bei Idealista. Hier Prinzessa Arminda. Sind auch große Wohnungen teilweise, aber halt auch ohne Balkon. Dann haben wir hier natürlich auch eine Fahrschule. Physiotherapeut und der holländische Supermarkt. Ja, und dieser Weg geht dann auch wieder bis ganz nach hinten, bis an die Autobahn. Und hier vorne sind wir wieder an der Alejandro del Castillo. Das hier linke Hand, das sind die Las Casitas, so nennen sich diese Häuschen hier. Die haben vorne ja, eine kleine Terrasse. Und dann unten und das obere Stockwerk. Kleiner Park hier in der Mitte. Der ist eingezäunt, weil es kein Hundepark ist. Und hier vorne wären wir dann schon wieder am nächsten Kreisel, am Sparkreisel. Also auch hier alles fußläufig erreichbar. Hier drüben haben wir ein paar Häuschen, die sind ein bisschen größer. Ich gehe noch mal mit euch die andere Seite entlang. Und hier diese Duplex, die sind auch sehr schön. Mit einer großen Dachterrasse. Das sind dann auch drei Schlafzimmer, zwei Bäder, die große Dachterrasse, Wohn-Esszimmer, Küche und Abstellkammer. Und das auf zwei bzw. drei Etagen mit der Dachterrasse. So, dieses Haus hier, das gibt es auch schon etwas länger. Ist sehr groß, wie ihr sehen könnt. Ist hier die ganze Ecke. Ich weiß noch damals, als das gebaut wurde. Hier ist dann überall auch so ein bisschen Terrasse oder Garten mit dabei, je nachdem, was man draus gemacht hat. Und auch hier die schönen Flammenbäume überall. Ja, bei manchen
weiß man nicht, was man dazu sagen soll. Aber gut, das ist Geschmackssache. Und jedem das Seine. So, hier nochmal so ein schöner Baum. Ja, und hier vorne sind wir dann wieder am Sparkreisel, wo der Supermarkt ist. Der andere Parkplatz. Also, sollte euch das Touristenleben auf die Nerven gehen, dann schaut doch ganz einfach mal, vielleicht findet ihr hier ja was Passendes irgendwo. Und vor allem hat man da nicht den andauernden Wechsel. Und man ist hier mittendrin mit den Einheimischen. Natürlich gibt es hier auch Ausländer, die hier wohnen, auf jeden Fall. Aber es sind halt doch viele Spanier. Und man ist dann mittendrin in dem kanarischen Flair und kann vielleicht sein erlerntes Spanisch auch anwenden und natürlich dadurch dann verbessern. So, mit diesem Blick sage ich dann Tschüss und bis bald.